deception. Got a cab, I just landed in LA. Sent you a text, I know it's a little late. Across the world, but you're just a flight away. Fly you out, couple nights, what do you say? Baby, I've been thinking about you every day. Just say the word, you and I could get away. Pack your bag and baby, let's go to an island or the west coast. Hit the beach where we could lay low. Sometimes I lose my mind, get a little ratchet. Hoes want cash up, get his hard dick. From that place where they move right bricks, and the cops say hi with a damn nice stick. Broad daylight and we still hit licks. Rock 10 gon' trans, you still ain't shit. Sip a little something, bitch, get a little lit. Just might go M. Night Shyamalan split. So, wir sind jetzt die ersten Tage an der Red Bull Energy Station. Wir haben uns jetzt schon ein paar Sachen angeschaut. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mit dem Rad rumspringen und ein bisschen die Sachen ausprobieren, weil übers Wochenende haben wir ein paar Echts geplant. Das wird echt geil. Eine geile Möglichkeit, das taugt mir richtig. Vor allem an so einem Wochenende wie Formel 1 in Monaco mit dem Rad. Ein bisschen rumzuspringen, ein bisschen was Cooles zu machen ist geisteskrank. Deswegen glaube ich, wird es eine coole Zeit. Ja, schauen wir, was so geht. Nicht? Weil an einem Tag wie heute brauchen wir gar kein Warm-up. Ja. Nee. Und wie fühlt es sich? Geil, muss man sagen. Ja, mir das ist eine Energy Station, es gibt echt einiges an Transport zum Radfahren. Stop looking at me like that. Nice. It's like a big playground for me actually. Yeah. Which is quite good, yeah. They made it a bit bigger, actually. Yeah, which is good. Die Jungs vom Red Bull Racing Team, die haben eine Rampe gebaut zum Flippen. Plan wäre, dass ich die jetzt mal ausprobiere. Die schaut eigentlich echt ziemlich cool aus. Und dann später vielleicht über das Formel 1 Auto drüber. Das wollte ich schon immer mal machen, vom Flippen über das Formel 1 Auto. Ich glaube, jetzt ist es endlich soweit. Also ich glaube, bessere Location und bessere Umgebung für sowas kriegt man, glaube ich, nicht mehr. Deswegen, das taugt mir richtig, ey. Echt ganz genialer Tag, ey. Wirklich. Ey. Ist so geil, so ein geiler Vibe da. Macht echt Bock, ein bisschen den Formel 1-Zirkus mit dem Rahlauf zu mischen. Wir begeben uns heim, aber haben noch eine coole Aktion quasi währenddessen geplant. Bin mal gespannt. Wir nehmen euch aber eh wieder mal mit. Yeah, this is it. You can't fly like this. Hang on.
Yeah. Last one. Jawohl! Alter! Max, was sogar? Was ist denn das? Also, hier wieder passiert. Die sind echt geisteskrank. Vor allem, wenn man nicht gedacht, dass man mit so einem Boot sowas anstellen kann. Und wirklich, wenn man mal bei Red Bull, wenn man mal alles sieht, was die so machen. Schon geisteskrank. Ist schon echt einfach. Ja, die machen halt einfach geile Sachen. So, ja. Egal mit was, es sind immer geile Sachen. Und das feiern Red Bull, dass die auch einfach. Ja, die machen es auch. So ist es. That was insane. Yeah, right? I was like laughing so much, I was crying. Guys, are we ready for race day? I'm pretty sure you just filmed me picking my nose. Na, das ist nicht gut. Herbst, kommst? Wir haben Sonntag, Race Day. Und jetzt geht's auf zur Energy Station. Und da schauen wir uns das Ganze mal an. Yes. Are you excited? Kannst du bitte nochmal hervorheben, was mit deiner Hose los ist? Ah ja. Ich hab so mal den Shit. Einfach Blitze auf einer Hose drauf. Der ist krank und dann noch gematcht zum T-Shirt. Also da ist wirklich. Da hat man sich heute wieder gar nicht lumpen lassen. Thanks. So live. Hand auf. I'm blogging. You're blogging? Ja. Okay. So, meine Damen und Herren. Ich muss ja sagen, ich wohne ein bisschen auf der anderen Seite von Monaco. Mein Monaco ist nicht sehr groß. Aber da durchzukommen ist immer ein richtiger Hustle. Und jetzt haben wir Glück gehabt, dass wir immer die Boote von Red Bull kriegen und dann direkt rüberfahren können, weil da sind wir in 3 Minuten drüben. Wettertechnisch, wie schauen wir aus? Hinter mir sieht man leicht die Wolken. Normalerweise muss ich sagen, ist das Wetter da so, dass es meistens in die Berge da hinten hängt, die Wolken. Oh, wo bin ich denn? So. Die Wolken oben drin hängen. Und da vorne am Meer ist gar nicht schlecht. Wie es heute wird, kann ich leider nicht sagen. Ich glaube, es wäre sicher interessant, wenn es ein Regenrennen wird. Wenn es nicht regnet, naja, dann wird es warm. Fabs, weißt du, was ich sehe? Die Rennsitze sind frei. Das Gute ist, jetzt wird der Simulator mal sehen, was Streckenrekorde zu brechen wirklich bedeutet. Alright. Or something like similar. Yeah. Max, was glaubst? Ja, wir sind gerade schon eine Runde gefahren. Er hat mich dezent zerstört, 13 Sekunden hin in 3 Runden. Jetzt haben wir die ganzen Assistenten ausgemacht, das gucken wir nochmal. Okay, okay, okay.
I'm doing 111. He's just 3 seconds off. Was wird hier geguckt? So, wir haben einen Plan gehabt und zwar mit der Rampe ins Wasser springen. Ja, okay, awesome. Thank you guys. Und ist alles klar unten? Ja, unten schaut es nicht schlecht aus, aber ohne Scheiß, ist echt, jetzt wird es langsam hoch, vor allem. Man muss den Kicker noch dazu rechnen, dann springe ich noch mal 1,5 Meter in die Luft, dann haben wir wahrscheinlich echt einen Drop von wahrscheinlich um die 10 Meter. Weißt du, was ich gut finde? Was? Dass die Ideen, die am Anfang immer so ganz simpel so kommen und man denkt sich, ja, das mach mal easy. Ja. Sich dann immer zu so Ideen entwickeln, die dann doch etwas härter sind, als man denkt. Ja, das verstehe ich so. Aber hey, ansonsten will man nicht unsere Limits pushen, oder? Das war echt ein hartes Feeling, heilige ja? Scheiße. Ja. Fuck, vor allem war es echt hoch, aber smooth irgendwie reingelandet. Boah, so ist halt richtig geil. Der hat ein bisschen Probleme mit dem Reifen und dahinter sind jetzt Sainz, Verstappen, Leclerc, alle innerhalb keine Ahnung von 2 Sekunden aufgereist und da kommt dann einfach keiner vorbei, weil der Track so schwierig ist, dass er irgendwer vorbeikommt. Aber jetzt sind noch 4 Minuten. Let's show this party how we do.
Geleckt. So feiert man richtig. Alright, meine lieben Damen und Herren, was für komplett geisteskrankes Wochenende. Das war echt komplett abartig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil so viel passiert ist. Ich hab das Gefühl, alle Pool sind meine Schuhe. Ah ja, was ist mit dir eigentlich passiert? Lex ist nur nass, das sieht man gar nicht. Ja, ja, ah, schönes Ding. Ah, wurdest du reingeworfen, oder? Ja. Auf jeden Fall, egal was man sagen kann. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir haben auf jeden Fall richtig viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt einen coolen Einblick, was ihr so kriegt, was so abgegangen ist, wovon ich mal davon ausgehe. In dem Sinn würde ich sagen, danke fürs Anschauen und dann sehen wir uns im nächsten Sing-Live-Video. Servus!